Als ich mein Studium abgeschlossen hatte, heirateten meine Freundin und ich. Ich zog in ihre Stadt, um dort zu arbeiten und zusammen zu leben. Zunächst schien unser Leben sehr gut zu sein, wir hatten ein Zuhause und einen Partner, der uns unterstützte. Es dauerte jedoch nicht lange, bis wir anfingen, uns über die kleinsten Dinge zu streiten. Es ging um die kleinen Dinge des Lebens, aber das belastete unsere Beziehung. Meine Freundin war der Meinung, ich sei nicht rücksichtsvoll genug, und sie hatte das Gefühl, dass ich ihre Gefühle nicht verstand oder mich nicht um ihre Bedürfnisse kümmerte. Ich wiederum denke, dass sie nicht rücksichtsvoll genug ist, weil ich für sie in ihre Stadt gekommen bin, um dort zu leben und zu arbeiten. Wir haben uns oft über diese Fragen gestritten, aber nie eine Lösung gefunden. Nach 2 Jahren haben wir uns schließlich für die Scheidung entschieden. Die Beziehung war für mich ein Misserfolg. Der Vorfall traf auch mich sehr hart. Ich fühlte mich sehr verloren und deprimiert. Um einen Neuanfang zu machen, beschloss ich, in mein altes Zuhause zurückzukehren. Als ich nach Hause kam, fühlte ich mich sehr deprimiert. Ich hatte keine Lust, etwas zu tun, und blieb den ganzen Tag zu Hause. Es vergingen 3 Monate, und meine Stimmung besserte sich nicht wesentlich. Ich lebte immer noch ein Leben ohne viel Orientierung und Sinn. Dann fand mein Vater einen Job für mich in einer Autofabrik. Obwohl dieser Job nicht der Beruf war, von dem ich einst geträumt hatte, beschloss ich, es zu versuchen. Als ich anfing zu arbeiten, fühlte ich mich sehr unwohl. Es war harte Arbeit, ich war lange auf den Beinen und bediente Maschinen. Nach dem ersten Arbeitsmonat machte ich einen schweren Fehler. Als ich die Maschine bediente, achtete ich nicht auf ein kleines Detail, was zu einem Problem mit einem Autoteil führte. Der Vorgesetzte erfuhr von dem Problem und kritisierte mich. Damals fühlte ich mich sehr beschämt und traurig. Ich fühlte mich wie ein Versager. Nach der Arbeit war ich sehr deprimiert. Also fuhr ich allein zum See. Auf dem Weg dorthin kaufte ich etwas zu essen und Wein, in der Hoffnung, meine Stimmung mit Alkohol zu betäuben. Ich parkte das Auto und suchte mir ein ruhiges Plätzchen, um mich hinzusetzen. Ich öffnete die Flasche und begann zu trinken. Bald hatte ich eine halbe Flasche Wodka getrunken. Mir wurde ein wenig schwindelig im Kopf. Ich schrie den See an und versuchte, meine Gefühle zum Explodieren zu bringen. Ich fühlte mich wie ein Versager in meinem Leben. Ich konnte meine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Ich wusste nicht, was ich dachte, ich fühlte mich einfach verzweifelt. Ich dachte sogar an Selbstmord und hatte das Gefühl, dass dieses Leben es nicht wert war, weiterzuleben. Ich sah den tiefen See und dachte, ich könnte mich entscheiden, hineinzuspringen und alles zu beenden. Unter dem Einfluss von Alkohol sprang ich in den See. In dem Moment, als ich in den See sprang, spürte ich ein unbeschreibliches Gefühl. Die Temperatur des Sees war kalt, und das machte mich sofort nüchtern. Ich versuchte, ans Ufer zurückzuschwimmen, aber mein ganzer Körper hatte keine Kraft mehr, sich zu wehren. Als ich langsam auf den Grund des Wassers sank, erschien hinter mir ein helles Licht. Das Licht war so warm. Als das Licht näher zu mir kam, sah ich eine Lebensform darin. Ich wusste, dass es ein Engel war. Das Licht, das von ihm ausging, beruhigte mich, und er sprach mit sanfter Stimme zu mir und sagte mir, dass er gekommen sei, um mir zu helfen. Ich spürte, wie mein Körper sanft um mich gewickelt wurde. Als ich in dieses Licht eintrat, spürte ich eine Ruhe und Wärme, die ich nicht beschreiben kann. Dieses Gefühl war mit nichts zu vergleichen, was ich je zuvor erlebt hatte. Ich wusste, dass mein Körper im Wasser gestorben war, aber das schien keine Rolle mehr zu spielen. Dann tauchten wir in einen dunklen Tunnel auf.
Der Tunnel war so tief, dass wir so schnell nach unten fuhren, als ob wir uns im freien Fall befänden. Die Ausmaße des Tunnels wurden größer und größer. Während wir hinabstiegen, hörte ich furchtbare Schreie. Diese Schreie waren erschreckend und erfüllten mein Herz mit Angst und Furcht. Ich stellte mir vor, wie zahllose Seelen in diesem Tunnel qualvoll stöhnten, und die Schreie schienen mich zu warnen. Plötzlich brach der Tunnel in einen riesigen Krater auf. Der Tunnel wurde noch unheimlicher und beängstigender. Meine Augen konnten die sengende Hitze nicht ertragen. Um mich herum hörte ich unzählige Schreie, die meine Trommelfelle zum Platzen brachten. In diesem Feuermeer konnte ich unzählige Menschen sehen, die darin gefangen waren und ununterbrochen schrien. Ihre Haut schmolz. Vor mir krochen die schwarzen Schattenwesen näher, die ekelhaft und furchterregend aussahen. Ihre Augen schienen meine Seele zu durchdringen. Ihre Arme waren mit einer dicken Schicht schwarzer Schuppen bedeckt, und ihre Zähne waren lang und scharf. Es war, als warteten sie nur auf eine Gelegenheit, mich anzugreifen. Der Ort stinkt fürchterlich, es riecht nach Gestank und Verwesung, und mir ist zum Kotzen zumute. Der Engel versicherte mir, dass du nur als Zeuge der Hölle hierher gekommen bist. Solange ich bei dir bin, wird dir kein Leid geschehen. Ich hatte immer noch ein wenig Angst, dass der Engel meine Hand loslassen würde und mich diesen schrecklichen Kreaturen allein überlassen würde. Ich flehte den Engel an, mich von diesem Ort wegzubringen, und wir begannen, uns schnell nach oben zu bewegen. Wir kehrten schnell zum Licht zurück, und der Frieden und die Ruhe umgaben mich erneut. Der Engel sagte mir, die Hölle ist einer der Wege, die du wählen kannst. Jetzt werde ich dir einen anderen Weg zeigen, den du wählen kannst, um dich dem Licht zuzuwenden, um eine tiefere Verbindung mit Gott zu entwickeln und ein sinnvolleres Leben zu führen. Dann nahm der Engel wieder meine Hand und wir kamen zum Himmelstor. Ich sah die Tür in einem goldenen Licht leuchten. Der Engel sagte mir, dass nur diejenigen, die die Kriterien erfüllten, den Himmel betreten könnten. Und forderte mich auf, es zu versuchen. Ich hatte mich gerade dem Tor genähert, als ich eine starke Kraft spürte, die mich zurückstieß. Ich konnte zwar nichts sehen, aber irgendetwas musste mich am Eintreten hindern. Verblüfft fragte ich den Engel, wenn ich nicht hineingehen kann, warum sind wir dann hier? Der Engel sagte mir, dass deine Seele noch etwas wachsen muss, bevor du in den Himmel kommen kannst. Du musst jetzt noch eine Menge lernen. Zu diesem Zeitpunkt sah ich eine Gruppe von Menschen auf mich zukommen. Ich war sehr aufgeregt, denn ich erkannte mehrere von ihnen, darunter meinen Urgroßvater und meine Urgroßmutter. Sie hielten sich an den Händen und sahen jünger und gesünder aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Ihre Gesichter strahlten vor Glück. Als sie näher kamen, bemerkte ich, dass auch einer meiner Onkel neben ihnen stand. Als sie vor mir standen, spürte ich eine Liebe wie keine andere. Sie reichten mir beide die Hand, und ich wurde von ihnen umarmt. Sie empfingen mich mit offenen Armen. Wir hatten ein kurzes, aber herzliches Gespräch. Mit sanfter Stimme erzählte mir meine Urgroßmutter, dass sie Jesus gesehen hatte, als sie in den Himmel kam. Er hatte sie an diesen wunderbaren Ort geführt. Sie sagte mir auch, dass hier alles perfekt sei und dass alle sehr freundlich seien, es gäbe keinen Streit und keine Bosheit, nur Liebe und Frieden. Ihre Worte ließen mich eine Freude empfinden, die ich noch nie zuvor gespürt hatte. Diese Freude kam nicht von außen, sondern von innerem Frieden und Glück. Ich glaubte alles, was sie sagte, denn ich konnte diese Freude draußen vor der Tür spüren und mir ihr Leben drinnen vorstellen. Schließlich sagte der Engel zu mir, du musst diesen Ort verlassen. Ich verabschiedete mich von meiner Familie und spürte den Verlust in meinem Herzen.
Wir waren wieder im Licht. Der Engel sagte mir, dass mein Schicksal in meiner Hand läge und dass jeder das Recht habe, sein Leben selbst zu wählen. Ich fragte den Engel: Was soll ich als nächstes tun? Wofür soll ich mich entscheiden? Der Engel antwortete: Du kannst dich dafür entscheiden, ein guter Mensch zu werden, oder du kannst einen anderen Weg einschlagen. Ich fragte neugierig: Was ist der andere Weg? Es war ein dunkler Weg, der in die Hölle führte. Die Worte des Engels waren eine große Offenbarung für mich. Der Engel sagte mir, ich solle ein gutes Leben führen und dass er immer über mich wachen würde. Dann verschwand der Engel im Licht. Als ich meine Augen wieder öffnete, fand ich mich am See liegend wieder. Ich war verwirrt und fragte mich, wie ich es geschafft hatte, ans Ufer zu kommen. Ich setzte mich auf und stellte fest, dass meine Kleidung durchnässt war. Ich erinnerte mich an den Engel, war das wirklich passiert? Ich beschloss, zuerst meinen Vater anzurufen, ich wollte nicht, dass er sich Sorgen machte. Ich sagte ihm, dass ich heute Abend nicht nach Hause kommen würde. Ich wusste, dass ich nicht in der Lage war, nach Hause zu fahren. Ich stellte meinen Sitz ein und bereitete mich darauf vor, die Nacht im Auto zu verbringen. Am nächsten Morgen schien mir die warme Sonne ins Gesicht. Als ich die Vögel zwitschern hörte, wurde mir bewusst, dass ich lebte, und ich hatte das Gefühl, dass alles um mich herum ganz neu war. Ich stieß die Autotür auf und ging zum See. Als ich zum See ging, wurde mir bewusst, wie schön und friedlich meine Umgebung war. Die Sonne schien auf den See und verlieh ihm einen goldenen Schimmer. Auf den umliegenden Wiesen blühten einige Wildblumen in leuchtenden und schönen Farben. Es war ein perfekter Morgen. Ich atmete tief die frische Luft ein und fühlte mich sehr glücklich. Ich setzte mich an den See, schloss die Augen und spürte die Schönheit des Morgens. Diese Erfahrung machte mir bewusst, wie wertvoll das Leben ist. Ich beschloss, mein Leben mehr zu schätzen und härter daran zu arbeiten, das Leben zu leben, das ich wollte. Ich dachte an den geheimnisvollen Engel, für den ich so dankbar war. Ich stand auf und ging zurück zu meinem Auto. Meine Stimmung wurde fröhlicher und positiver. Ich dachte darüber nach, wie ich mein Leben verändern würde, um es erfüllter und sinnvoller zu gestalten. Es war ein neuer Anfang. Es war auch eine neue Herausforderung. Dieses Ereignis ist nun schon 12 Jahre her. Ich erinnere mich noch sehr genau daran. Ich erinnere mich lebhaft an jedes Detail und jedes Gespräch. Die Erfahrung dieser Nacht war ein Wendepunkt in meinem Leben. Es brachte mich dazu, meine Lebensweise und den Sinn meines Lebens zu überdenken. Nach dieser Erfahrung beschloss ich, mit dem Trinken aufzuhören, weil ich erkannte, dass Alkohol mir nichts Sinnvolles gibt. Vor 5 Jahren lernte ich meine jetzige Frau kennen. Ich erinnere mich noch lebhaft an das erste Mal, als ich sie traf. Ich betete gerade in der Kirche, als ich plötzlich spürte, dass jemand neben mir auftauchte. Ich blickte auf und sah eine wunderschöne Frau mit einem warmen Leuchten in den Augen. Wir lächelten uns gegenseitig an. Nach dem Gebet kamen wir ins Gespräch. Wir hatten beide eine Scheidung hinter uns. Wir fingen an, über die Erfahrungen des anderen und unsere Ansichten über das Leben zu sprechen. In diesem Moment spürte ich eine besondere Verbindung zwischen uns. Wir tauschten unsere Kontaktdaten aus und begannen unsere Verabredungen. Wir verstanden und unterstützten uns gegenseitig, und wir gründeten gemeinsam eine wunderbare Familie. Jetzt haben wir einen wunderbaren Sohn, der das wertvollste Geschenk in unserem Leben ist. Wir haben gemeinsam wunderbare Erinnerungen geschaffen und die Herausforderungen und Schwierigkeiten unseres Lebens gemeinsam gemeistert.
Ich bin dankbar für alles, was ich erlebt habe, denn es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Ich hoffe, dass ich das nächste Mal, wenn ich in den Himmel komme, durch dieses Tor gehen darf.